Okay, läuft. Hello? Hi. Yes, I'm just about to go in. Is everything set and ready? Yes, security's up as well. Well, you're not coming. Where are you going? Well, you're giving an interview? With who? Jenny McKay. Yeah, I'm in for that. I'll be right there. Just wait for me. Okay, see you there. Bye. Das wird auf jeden Fall spannend. Wenn Sie wüsst. I've got no time for all my confidence. I'd lose my mind before I try. Hallo miteinander, wir begrüßen euch zum ersten Weihnachtsspecial von Adventinnen Zürich. Das Mal öffnet sich das erste grosse Türli. Wir haben nämlich einen Termin bei der Jenny McKay. Hallo. Erzähl, wie geht's dir? Sehr gut, weihnachtlich im Moment. Wie herzlich, gell? Mit Nüssli und allem. Wunderbar. Sehr schön. Bist du denn ein Weihnachtsmensch? Total. Ich muss mich beherrschen, dass ich nicht zu viel Bauschuppen von Weihnachten habe. Okay, ja, das ist natürlich immer ein bisschen so. Die Zeit ist alles günstiger und schöner und glänzt ein bisschen mehr. Ja, jetzt zur Musik. Du hast uns da ja schon viele schöne Sachen beschert. Für all die dich nicht mehr kennen. Erzähl mal, wo hat dich die Leidenschaft angefangen? Wo hast du das erste Mal? Also, als ich klein war, habe ich angefangen mit Akkordeon zu spielen. Und dort habe ich das erste Lied geschrieben mit einem Bössi oder so. Es ist auch dementsprechend so, sagen wir es mal so. Aber ich habe Musik immer gerne gehabt. Und irgendwann habe ich selber angefangen zu machen. Ich habe angefangen zu singen und wenn sich das kann, dann Okay. Jetzt, das machen ja viele Leute, machen bei Castingshows mit etc. Für dich war das irgendwie nicht so der Weg, gell? Du hast da irgendwie wirklich auf eigene Faust vorwärts gemacht. Das ist ja wirklich noch powerful. Erzähl mal, wie ist das für dich, so ein bisschen, dich dort durchzuschlagen und immer wieder neu? Spannend. Ich mache es echt gerne, weil du hast viele Möglichkeiten, immer wieder an neue Orte hinzukommen. Also, ich sage immer, es ist der coolste Job, den man sich vorstellen kann. Weil ich gehe in Clubs und ich gehe dort arbeiten. Und ich kriege Geld dafür, dass ich in den Ausgang gehe. Das ist so, das ist doch eine schöne Abwechslung. Ja, nein, es ist, und du kommst immer wieder an, wirklich an Orte an, wo du nie gedacht hast, dass du anerkannt bist. Und von dem her ist es eigentlich nicht Hard Work, es ist mehr meine Leidenschaft, wenn ich so sagen kann. Ich mache es gerne. Darum ist es nicht so drastisch. Also jetzt ist es, wenn ich es allein mache, also es ist halt wirklich so, dass dann das schneller nicht mehr ankommt mit Musik. So. Ja. Aber das ist dann ein anderer Weg. Darf ich fragen, wie gehst du mit Kritik um? Also es gibt sicher in dem Sinne ganz viele, die dich mega toll finden, was passiert, wenn Kritik kommt. Also es gibt sehr lustige Kritik von mir teilweise. Und ich habe so meine Top 10 von meinen Lieblings-YouTube-Kommentaren. Das ist spannend, erzähl noch ein bisschen mehr. Ja, also es hat, einer hat mir gefunden, ich töne wie eine sterbende Katze. Der gehört sicher zum Medien. Also nein, eine Katze, die gerade überfahren worden ist und in den letzten Zügen schreit. Er ist kreativ. Er ist sehr kreativ gewesen, aber ich finde, da liegt viel. Also ich meine, ich finde es schön, wenn ich starke Emotionen auslöse mit dir. Genau, das soll ich auch machen. Und es kommen viele so spezielle. Und ich kann meistens, wenn wirklich gut sind, kommen sie bei mir auf Facebook. Das soll kein Anreiz sein, dass wir jetzt immer bei unseren Kommentaren. Aber auch die guten, oder? Ja. Aber findest du die Kommentare, die sie schreiben, wenn sie sagen, du tönst wie eine Katze, die überfahren worden ist, findest du das als Kritik? Das ist schon mehr eine Beleidigung, oder? Also, ja, gewisse Leute formulieren, glaube ich, ihre Kritik in Form von Beleidigungen. Aber wenn es natürlich konstruktive Kritik ist, kann auch schon wirklich Sachen gehen, die von denen, hey, dein Mix steht und dort nicht gut und da könntest du vielleicht ein bisschen mehr Wasser bringen, dann wäre das Lied viel cooler. Das ist natürlich schon etwas, was dann irgendwie muss unterscheiden, wo ist es, sagen wir mal, wie soll ich sagen, Missgunst oder vielleicht auch Know-how fehlt und wo ist dann wirklich etwas, was dir hilft. Jetzt, was hast du im Moment zu den Projekten laufen? Wo kann man dich hören? Wo erfahrt man mehr über dich? Also im Moment arbeite ich auf YouTube, einen grossen Teil. Also ich habe meinen Channel dort. Wie heisst er? Ganz wichtig. Jenny McKay Music. Hinten an YouTube, hinter dem Schreibstrich. Aber
und sonst, ich versuche gerade mit Leuten ein bisschen ins Gespräch zu kommen, mit ihnen zusammen zu arbeiten. Ich habe auch noch jemanden, der gesagt hat, wenn wir nicht so etwas machen, dann erst im Januar, aber das ist schon nicht. Und halt, was sich ergibt, Auftritte im Moment mache ich weniger, weil ich bin, es ist sehr viel Arbeit gewesen, seitdem, und ich bin nicht wirklich vorwärts gekommen, weil schlussendlich, du machst dann mit Auftritten allein keinen Namen. Ja. Also muss man so schnell etwas zusammen haben. Und da habe ich wirklich angefangen, auf YouTube meine Songs zu stellen, also jetzt ohne, dass ich sie verkaufe, weil ich finde, wenn du willst, dass jemand deine Musik hört, dann kannst du irgendwie nicht zuerst kommen und sagen, Money! Ja. Und ich will einfach die Leute dazu bringen, meine Musik zu hören. Weil ich habe Freude daran, wenn ich sie mir an die Leute bringen kann, anstatt dass ich sie zuhause machen kann. Und darum ist es wirklich online, wo momentan meine grösste Arbeit liegt. Ja. Ich kann sagen, dann und dann bist du in dem und dem Club. Also ich denke, es gibt Moment, sicher viele, die sich freuen. Also wenn mal etwas ist, dann ist es auf Facebook. Also auf Facebook-Page. Ja. Ich habe auch eine Website, www.jennymackay.ch. Dort habe ich auch wirklich, wenn etwas läuft. Also ich habe für Schloss Silberg, wo das Problem war mit dem Baurecht immer noch, was eben nicht mehr als 15 Leute nehmen und so. Da habe ich dann dort Veranstaltungen gemacht, dort bin ich gewesen. Manchmal wirklich in Clubs kurzfristig, also wenn ein DJ mir sagt, hey, du hast Zeit als Sängerin, Vocal House, nicht ganz mein Zuhause, aber ich muss es geben. Und wenn dort etwas ist, dann bin ich auch dort dabei. Aber, du hast dich eigentlich über alles von ihnen. Ja, wieso nicht? Man muss immer alles ein bisschen ausprobiert haben. Das ist doch schon immer so flexibel sein und einfach so sein sturen Gang hat. Man hat mehr Möglichkeiten. Das ist dann auch noch, man kann wirklich alles machen, wenn man Spass macht. Wie bist du dann auf deine Musikrichtung gekommen, die du jetzt machst? Also wieso hast du gesagt, das ist meins und der Rest? Es ist das, was mir gefällt, glaube ich einfach. Also ich bin ja eher Mainstream und ich höre viel Mainstream. Und es hat sich auch so ergeben, also wenn ich mir ein Lied gemacht habe, ist es dann ein bisschen richtiger, aber teilweise sind es ein bisschen mehr akustisch, teilweise sind es dann wirklich ein bisschen grösser Mixes. Aber es hat, der Stil hat meines Erachtens zu mir gepasst. Hast du dann irgendwann mal ein Instrument gespielt? Also außer jetzt von Akkordeon und noch ein kleines. Also ich spiele noch Gitarre und ich spiele halbwegs Klavier. Also ich habe einen Unterricht gehabt und ich finde das schön. Aber, das ist lange. Aber es hilft einfach, wenn du einen Song schreibst, dass du dann wirklich was Pröbeln, ja. Weil ich gehört und auch welche Töne. Ja. Teilweise habe ich so was mit den kleinen Samples, die kannst du nicht tun und wirklich mega herzig tun. Sind Details. Es ist ja noch etwas anderes, so recht in Mode ist. Es ist ja quasi sein eigenes Orchester sein. Also wie du sagst, Samples auflegen, geht wieder drüber und wieder drüber. Wie stehst du zu dem so quasi Live-Act, Live-Performance, das einfach auf der Bühne zu installen? Wäre das etwas für dich oder bist du ein Mensch, der gerne quasi über einen Song brütet? 50-50. Also ich finde es heiss, das, was wirklich so spontan entsteht. Also ich habe auf YouTube sehr viele so Künstler, die wirklich mit dem arbeiten und ich finde es total faszinierend. Aber ich brüte eigentlich nicht über meine Songs. Es muss immer mal fertig werden, sonst nervt er mich und dann verschwindet er wieder im Dings. Aber es ist doch live so etwas zu machen, recht anspruchsvoll, habe ich das Gefühl. Also ich habe viel schon gesehen, ich glaube, wer ist das gewesen? Katie Tunstall hat das mal gemacht. Bei einem Auftritt, wo sie wirklich, also sie hat zuerst mit Gitarre aufgenommen und dann Schlagzeug aufgenommen und so. Und ich habe es angeschaut und ich dachte, wow, also ich meine, was machst du, wenn dich da live verspielst? dann bist du beschossen. Vorne an, oder keine Ahnung, ja. total. Und darum, ich finde es recht anspruchsvoll, aber ich würde es sehr gerne noch probieren, wenn die Chance sich Hast du dann den Traum so für die Musik und jetzt, wenn ich selber so mal irgendwo auf einer grossen Bühne stehe, und mir tausende Millionen Fans zugeben? Also, mache ich auch ein Hallenstadion gerne. sicher ist es ein Traum von jedem Musiker, dass er mit seiner Arbeit erfolgreich wird. Und je grösser die Halle, umso erfolgreicher bist du schlussendlich mal. Von dem her, ja, sicher. Aber ich mache wirklich gerne mal ganz kleine Sachen. Und so privat. Kann man dich engagieren, wenn man jetzt so zum Beispiel kleine Weihnachtsfeier hat, kann man dir alle dafür sagen. Ich habe noch nie eine Hochzeit gemacht. Schreibst du mal schnell. Oder? Also ich meine, Hochzeit ist immer ein bisschen heikel. Ich kenne aus eigener Erfahrung. Ich kann es aber sehr gut.
Aber ja, wieso nicht? Also, sie können wir dich einfach buchen und dann kommst du singen. Und ja, wieso nicht? Ich bin dabei. Dann machst du eine One-Man-Show oder hast du dann deine eigene Band? Und du ich arbeite mit Backing Tracks. Ich habe keine Band. Ja. Ich habe meine Backing Tracks dabei. Ich habe auch schon Gitarre dabei gehabt. Das ist ein kleines Risiko. Und halt eben je nachdem, was gerade passt und was dazu gehört. Also das heisst, wenn ihr irgendwo eine lässige Sause habt und noch einen Special Act braucht, Jenny McKay. Mach uns einen Gefallen, sag uns noch mal schnell ganz wichtige Sachen. Das eine ist, wiederhol noch mal schnell für unsere Leute, also YouTube-Channel, Facebook-Seite, das ist immer das Wichtigste. Stimmt. Also, ich habe meinen Hub, das ist www.jennymckay.ch. Dort hat es Links zu allem, was zu mir gehört. Aber einen speziellen YouTube-Channel, www.youtube.com/jennymckaymusic. Alles in einem Wort. So, sind wir mitgekommen. Sonst wissen wir ja, wie das ist, die Aufnahme zurückspulen und aufschreiben. Wir freuen uns. So, hast du uns noch etwas mitteilen, was ganz wichtig ist für deine Fans? Okay, dann wünschen wir dir eine ganz schöne Adventszeit, Happy New Year und wir freuen uns, dass ihr hier kommt. Merry Christmas an alle und danke für die Woche. Dann werden wir uns wieder sagen. Bye! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.